Herzlich willkommen. Im Bild sehen Sie Team SPD im entschlossenen Kampf um die Spitze. Der Fahrer scheint die Kontrolle über das Steuer zu verlieren. Es kriselt. Nach links. Zieh das Steuer doch nach links. Nein, der Wagen schlittert weiter nach rechts. Direkt zu dem Feld aus abgetragenen Sozialleistungen. Man mag da ja gar nicht hinschauen. In letzter Sekunde reißt der Fahrer das Steuer herum, reißt sich dabei noch den Kapitalismus-Kritiker-Bonus unter den Nagel und ist wieder im Rennen. Team SPD steuert nun ohne zu zögern auf die Bankenkrise zu. Oh, das wird knapp. Aber da ein geschicktes Ausweichmanöver. Mit diesem Hindernis können sich nun seine Verfolger weiter rumschlagen. Sensationelle Bilder, die uns hier geboten werden. Team SPD drückt erneut aufs Gas. Kein Populismus wird hier ausgelassen. Was ist das? Das sieht böse aus. Da hat er doch mit vollem Tempo die griechische Eule erwischt. Das tat weh, aber zum Glück nicht der SPD. Da rutscht der Wagen doch glatt ab ins Kiesbett. Der Motor läuft, aber der Wagen kommt nicht vom Fleck. Ich sehe Rauch. Viel zu viel Rauch. Das kann doch nicht gut gehen. Zum Glück sorgt die Agenda 2010 auch hier für Entlastung. Und ja, der Wagen rollt auf die Fahrbahnmitte und der Fahrer drückt erneut aufs Gas. Hauptsache Arbeit, kann ich da nur sagen. Wir nähern uns dem Ende des Rennens, meine Damen und Herren. Ein letzter Sachzwangbonus wird noch schnell ergattert. Und da sehen wir den finalen Gegner. Angela Merkel im sozialen Schutzmantel gerüstet für das letzte große, das alles entscheidende Duell. Keine Chance hier durchzukommen, zumindest nicht in einem Stück. Das Team setzt jetzt auf eine neue Strategie und blinkt links. Doch was passiert da? Der Wagen schwenkt nach rechts. Unglaublich, eine Spezialtechnik der SPD. Links blinken, rechts vorbeifahren. Das scheint auch diesmal wieder geklappt zu haben. Ein kleiner Sieg, aber die Wahlkampfmatches haben ja gerade erst angefangen. Am Ende entscheiden Sie,